Am 19. und 20. Mai drehte sich in Schlatt alles rund um den König des Gemüses, den Spargel und die Erdbeere. Beim Erdbeer- und Spargelfest an der Quellenhalle wurde den zahlreichen Besuchern Köstliches aufgetischt. Spargelsuppe, Spargelsalat oder klassisch Spargel mit Schinken und Sauce Hollandaise standen auf der Speisekarte. Erdbeeren fanden sich in Kuchen, mit Eis, in der Bowle oder als Shake und bildeten den süßen Abschluss der Frühlingsschlemmerei. Für beste Unterhaltung sorgten unter anderem die Cheerleader der Burning Diamonds, die Jugendkapelle Schlattbingen und die Bächle-Surfer. 3.000 bis 5.000 Besucher kamen in den vergangenen Jahren zum Erdbeer- und Spargelfest. Und auch in diesem Jahr war die Vereinsgemeinschaft Schlatt mit der Besucherresonanz mehr als zufrieden. Hubert Müller. Die Resonanz am heutigen Tage sind wir etwas überrascht. Für das, dass wir erst jetzt begonnen haben, ist schon recht voll. Und ich hoffe, dass es so bis in die späten Abendstunden noch weiterhin so anhält. Angst, dass die Spargel- und Erdbeervorräte nicht für alle Besucher reichen könnten, hatte Hubert Müller nicht. Für die Besucher sind an Erdbeeren und Spargel reichlich vorhanden. Das ist überhaupt kein Problem. Leer essen kann man uns nicht. Es wird ständig für Nachschub gesorgt. Zarte Spargelspitzen, saftige Erdbeeren, Sekt aus dem Sektbrunnen und die musikalische Unterhaltung machten das Spargel- und Erdbeerfest in Schlatt zu einem vollen Erfolg.